Der VSE wünsche ich zum 110. Geburtstag alles, alles Gute. Das ist ein stolzes Alter. Aber an der Saarbrücker Zeitung sieht man, da geht noch deutlich mehr. Die Saarbrücker Zeitung hat ihre Wurzeln im Jahr 1761, also an der Stelle von der alten Saarbrücker Zeitung. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute an die vergleichsweise junge VSE. VSE ist gleichermaßen wichtig für private Kunden, für Privathaushalte wie auch für Unternehmen. Die heutige Zeit macht klar, Energie, Energieversorgung, Energiesicherheit, das sind die Top-Themen der Zeit. Und insofern ist auch die VSE für das Saarland unglaublich wichtig. Die Umsetzung der Energiewende ist für den Klimaschutz und die Klimaziele im Saarland von herausragender Bedeutung. Wie immer liegen dabei Risiken und Chancen eng beieinander. Zum Schluss kann auch die Energiewende dafür sorgen, dass mehr Wertschöpfung im Land bleibt, weil die Energieversorgung dezentraler und näher an den Menschen organisiert wird und nicht aus der Ferne kommt. Die VSE wird in 10 Jahren 10 Jahre älter sein und auf dem Weg zur Energiewende hoffentlich ganz große Schritte weiter sein, wie wir alle. Also viel, viel erneuerbarer und mit 120 damit deutlich jünger als mit 110.